Neben Tomaten, Salaten und Paprika zählen Gurken zu den am häufigsten im Garten angebauten Gemüsearten. Unter diesen Kürbisgewächsen gibt es zahlreiche Sorten mit unterschiedlichen Eigenschaften. In diesem kurzen Video möchte ich auf zwei Sorten eingehen, die sich äußerlich sehr deutlich von den üblichen Gurken aus dem Supermarkt unterscheiden. Diese weißen Gurken sind nicht unreif, sondern sind bereits bereit zur Ernte. Es handelt sich um die sehr ertragreiche und meiner Erfahrung nach robuste Sorte White Wonder. Diese Gurke gehört zu den alten Sorten und ist ein absoluter Geheimtipp. Im Vergleich zu vielen bekannten grünen Sorten unterscheidet sie sich in ihrer Form kaum. Die Farbe ist allerdings ein echter Blickfang. Noch interessanter und ungewöhnlicher ist das Erscheinungsbild der Netzgurke. Die raue Netzstruktur reifer Früchte und ihre braune, fast kupferartige Farbe machen sie zu etwas ganz Besonderem. Ich habe meine Gurken im Gewächshaus gepflanzt und bewässere sie mittels eines Bewässerungssystems. Es ist prinzipiell aber auch möglich, beide Sorten im Freiland anzubauen, da sie robust und wenig anfällig für Krankheiten sind. Ich habe die Netzgurke unter dem Namen Gargongurke gekauft, aber man findet im Handel auch gleichartige Gurken mit dem Namen russische Gurke. Wie man sehen kann, erreichen die Früchte eine beachtliche Größe, wobei ich auch bei White Wonder schon deutlich größere Früchte geerntet habe als die hier im Video gezeigten Exemplare. Verarbeiten und verwenden lassen sich diese Sorten wie gewöhnliche Gurken. Sie sind problemlos über ihre Samen vermehrbar und keimen gut. Mit regelmäßiger Düngung und guter Bewässerung liefern sie hohe Erträge und sind für den Anbau im eigenen Garten sehr empfehlenswert. So landet am Ende ein Gemüse am Teller, das sich von der üblichen Supermarktware abhebt.